Moin, ich bin Philipp Achenbach, ich bin der Finanzoptimist und ich habe mit der Katie schon Kontakt aufgenommen gehabt, habe mit ihr gesprochen, was sie sich gerne wünschen würde und sie hat sich gewünscht, dass ich einen kleinen Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage einspreche und ich werde ihn so kurz und knackig wie möglich machen. Erstens, Nachhaltigkeit ist eine ganz subjektive Geschichte. Das bedeutet, macht euch im allerersten darüber Gedanken, was ist für euch wirklich nachhaltig? Heißt es nur Verzicht auf Waffenindustrie? Heißt es Verzicht auf Kinderarbeit? Oder heißt es auch, dass ihr bestimmte Dinge vorantreiben wollt? Der zweite Schritt ist, dass ihr euch eine Plattform sucht, über die ihr so viele Produkte wie möglich zur Verfügung gestellt bekommt. Das bedeutet, holt euch entweder ein Depot, ein Aktiendepot, wo ihr euch dann nach dem Stil, wie Katie das auch immer beschreibt, dann die Unternehmen raussucht, wo ihr denkt, dass die vorangehen können. Ich habe jetzt bei Katies einem YouTube-Video auch gesehen, dass sie Wasser promotet. Da gibt es auch das ein oder andere Unternehmen, was man da wirklich gut machen kann, denn Wasser kann eben auch, wenn es um Wasseraufbereitung geht, eine nachhaltige Geschichte sein. Da geht es dann auch um das Thema Umwelt. Aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das Geld investieren kann. Der erste Schritt ist aber, dass ihr euch darüber Gedanken macht, was macht euer Geld aktuell? Und wenn wir über das Thema, was macht euer Geld aktuell sprechen, dann wird es wahrscheinlich, wie bei vielen anderen Menschen in Deutschland auch, auf dem Girokonto, im Sparbuch, in der Versicherung oder in irgendwelchen Produkten drin liegen, wo die Bank oder die Versicherung entscheidet, was mit dem Geld passiert. Und das ist, glaube ich, schon der erste kleine Fehler, wo wir rauskommen wollen, wo wir hinkommen müssen und sagen, alles klar, lass uns mit dem Geld aktiv zu Werke gehen, lass uns aktiv gestalten und lass uns doch vielleicht damit reich werden, indem wir die vernünftigen Entscheidungen treffen, die ethisch korrekt sind. Das heißt, holt euer Geld vom Girokonto von den großen etablierten Banken in Deutschland weg. Denn die investieren massiv und das wissen auch nicht viele Menschen. Also die Deutsche Bank zum Beispiel investiert über 1 Milliarde in Unternehmen, die eben nicht als nachhaltig gelten. Die Commerzbank ist da kurz dahinter, eine Hypovereinsbank ist direkt dahinter. Auch die Genossenschaftsbanken sind massiv in problematische Positionen investiert. Jetzt kann man sich über Nestle mit Sicherheit vielleicht nochmal streiten, aber wir haben einige Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und da halt rauszugehen und zu sagen, ich entscheide proaktiv, was mit meinem Geld passiert. Und der erste Schritt zur Nachhaltigkeit ist Transparenz. Und lass uns doch gemeinsam hingehen und gucken, dass wir euer Geld so gut wie möglich investieren. Wenn ihr Katie eine E-Mail schickt oder wenn ihr mir unter finanzoptimist@taurus.de eine E-Mail schickt, dann gebe ich euch Feedback dazu. Wenn ihr mich finden wollt, ihr könnt mich auch über das YouTube-Video von Katie finden, denn wenn ihr unter ihrem Link geht, dann ist da das zweite der Eco-Anlageberater. Ich selber bin eben Eco-Anlageberater. Mich könnt ihr da über die Beratersuche in Frankfurt über Eco-Anlageberater finden. Und scheut euch nicht, mich anzurufen, mich anzusprechen. Ihr könnt auch zu einem meiner Vorträge kommen, aber ganz, ganz wichtig, ich suche halt aktuell gute Leute, die ethisch korrekt sind, die moralisch das Herz am rechten Fleck haben und wo wir jemanden finden, der mit mir gemeinsam den Standort Frankfurt aufbaut. Gerne eine weibliche Standortleiterin, die mich hier unterstützt und den Gedanken der Nachhaltigkeit so weit wie möglich voranbringt, denn nur gemeinsam können wir gegen die bösen Dinge, die in der Welt passieren, gegen irgendwelche Ausnutzung von Minenbetreibern in Kongo, gegen Kinderarbeit auf Kakaoplantagen etwas tun. Und da brauche ich die richtigen Leute, die mit mir anpacken. Ansonsten lasst uns gemeinsam das Thema nachhaltige Geldanlage weiter voranbringen. Ich freue mich, wenn ihr Katie da weiterhin zuhört, denn wir haben mit Sicherheit nicht jetzt das letzte Projekt gemacht, sondern wir wollen da gemeinsame Wege gehen, hoffentlich. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Finanzoptimist.